Moin, mein Name ist Nico der Profi und heute zeige ich euch, wie ihr in Ark Survival Evolved einen Triceratops zähmen könnt. Wie immer schnacken wir nicht lange drum rum, ich zeige euch mal, was ihr braucht. Ich zeige euch heute insgesamt drei Möglichkeiten, die ihr benutzen könnt. Und für die erste brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Narkosemittel, ein paar Mage-Bären, ein paar Betäubungspfeile und einen Bogen. Die erste Möglichkeit ist, dass ihr euch einfach eine Klippe oder einen Stein oder sonst irgendwas sucht, wo ihr oben drauf stehen könnt, wo euch das Triceratops auf jeden Fall nicht erreichen kann. Dann fangt ihr einfach von oben drauf an, auf das Strike zu schießen. Ihr müsst gar nicht so hoch sein wie ich. Versucht einfach darauf zu achten, dass ihr den Körper trefft und nicht den Kopf, weil sonst macht ihr einfach weniger Torpor und ihr müsst viel öfter drauf schießen. Weil ihr seht ja, dass sie am Kopf deutlich mehr gepanzert sind, dadurch könnt ihr dort einfach viel mehr einstecken. Und dann schießt ihr einfach mit den Pfeilen drauf, bis das Strike dann umfällt. Es läuft jetzt hier einfach nur gegen, macht gar nichts, wird dann einfach irgendwann sich umdrehen und weglaufen und fliehen, wenn es kurz davor ist, betäubt zu werden. So, das war auch schon der letzte Schuss. Und jetzt könnten wir quasi unsere Sachen hier reinlegen und anfangen, das Ganze zu zähmen. Also einfach ein bisschen was ins Inventar legen und dann züchtet ihr euch das Strike. Für die zweite Möglichkeit braucht ihr ein Steinfundament, drei Pillar, drei Wände, ein Dach und drei Leitern. Falls nämlich kein Fels oder keine Klippe in der Nähe sein sollte, auf dem ihr stehen könnt, um euer Strike zu zähmen, könnt ihr euch das Ganze einfach selber bauen. Dafür setzen wir ein Steinfundament, darauf kommen dann drei Pillar, ganz oben drauf kommt dann das Dach und dann auf eine Seite kommen die Leitern. Dann kommen einmal die Leitern auf eine Seite und an die Seiten, wo keine Leitern stehen, da haut ihr einfach eine Steinwand vor. Dann kann das Triceratops da nicht hochlaufen und euch oben nicht treffen. Und das heißt natürlich der Triceratops, ich denke immer an Trike, das Trike. Egal, wir fangen an. Also hier haben wir unseren Kollegen, den wir zähmen wollen. Dafür können wir einmal hochklettern. Von hier sollten wir den auf jeden Fall treffen. Und dann schießen wir genau wieder so drauf, wie vorher auch schon auf den anderen. Hier gilt natürlich auch wieder, dass wir versuchen, den Körper zu treffen und eben nicht den Kopf. Und dadurch, dass wir auch die Wände hier vorhaben, kann er gar nicht so weit ranlaufen. Wir blocken ihn weg und er kann uns hier niemals treffen. Und dann fängt er irgendwann wieder an wegzulaufen und ihr haltet einfach weiter drauf. Da könnt ihr sogar runtergehen und hinterherlaufen, wenn er euch zu weit weg ist. Falls euch das Strike wieder angreifen sollte, rennt einfach zurück zu eurem Turm, dann seid ihr wieder sicher. Bei mir blinkt das jetzt ein bisschen auf, weil da noch ein Raptor sich zwischengeschaltet hat. Ich laufe jetzt mal wieder hinterher. Und es hat einfach auch gerade gar kein Interesse an uns. Also könnt ihr einfach hinterherlaufen und dann nochmal die letzten Schüsse setzen, falls ihr zu langsam seid. Ich war eben auch ein bisschen zu langsam oben drauf, aber ist gar kein Problem. Und dann könnt ihr eben wieder alles reinlegen, was das Strike braucht, um es zu zähmen. Also wieder alles reinschmeißen. Und ganz wichtig beim Narkosemittel, ihr müsst das Strike dazu zwingen, das Narkosemittel zu fressen, damit es betäubt bleibt. Für Möglichkeit 3 braucht ihr 9 Steinfundamente, ihr braucht 3 Rampen und ihr braucht 12 Steintürrahmen. Und zwar suchen wir uns wieder eine Fläche in der Nähe des Strikes, das wir zähmen wollen und bauen da jetzt ein Zähmgehege hin. Und wir fangen einfach an mit einer 3x3 Plattform aus Steinfundamenten und bauen dann einmal ringsrum Steintürrahmen auf. So sieht das Ganze dann aus und einmal auf der Seite, wo wir das Strike reinlocken wollen, bauen wir die Rampen auf. Wichtig, falls ihr mit S+ spielt, könnt ihr einfach auch Steindächer nehmen. Die halten dann auch einen Angriff von einem Trike aus, geht aber ohne S+ leider nicht, da backt das ein bisschen rum. Und was wir jetzt machen können, ist folgendes, wir schießen einfach mal auf das Trike drauf, das wir zähmen wollen, und locken das mal in unsere Richtung, gehen dabei auch schon mal Richtung Zähmgehege. Und dadurch, dass wir das Ganze so gebaut haben, dass wir das Steintürrahmen drin haben, kommen wir da auch locker wieder durch. Der ist jetzt ganz schön schnell hier und gibt uns noch einen mit. Die Holzrampen haben es ausgehalten, alles super also. Und gegen den Stein macht das Strike jetzt hier auch keinen Schaden. Und dann können wir einfach von allen Seiten, von denen wir wollen, hier raufschießen auf Strike. Natürlich wieder auf den Körper und nicht auf den Kopf. Und dann liegt es auch schon jetzt hier sicher in unserem Zähmgehege drin. Muss man jetzt nur noch aufpassen, dass keine Raptoren rüber geschossen kommen oder sowas. Und das Strike angreifen wollen, aber auch hier wieder selbes Spiel. Einfach ein bisschen Beeren und ein bisschen Narkosemittel reinpacken. Und dann habt ihr euer Strike gezähmt. Ihr könnt dann später einfach die Wände wegnehmen oder neue Rampen reinstellen. Wie auch immer ihr das machen wollt, dann habt ihr auf jeden Fall so euer Trike gezähmt. So solltet ihr jetzt auf jeden Fall einen Trike zähmen können. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn du noch mehr Videos zu Ark sehen willst, Guides, Tutorials und Let's Plays, dann kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.